Und Gott schuf den Hund und sprach, setz dich an die Tür deines Hauses und belle jeden an, der vorbeikommt. Dafür gebe ich dir eine Lebenserwartung von 20 Jahren. Der Hund sagte, das ist eine lange Zeit, um zu bellen. Wir wären nur 10 Jahre und ich gebe dir 10 zurück. Gott willigte ein. Dann erschuf Gott den Affen und sagte, mach lustige Tricks und bring die Menschen zum Lachen. Dafür gebe ich dir eine Lebenszeit von 20 Jahren. Der Affe sagt, Tricks für 20 Jahre, wie wär's mit nur 10 Jahren, so wie es der Hund gemacht hat. Gott willigte ein. Dann erschuf Gott die Kuh und sagte, du musst täglich aufs Feld gehen mit den Bauern, gebäre Kälber und gib Milch, um die Bauernfamilie zu unterstützen. Dafür erhältst du eine Lebenszeit von 60 Jahren. Die Kuh sagte, das ist ein hartes Leben und das für 60 Jahre. Wie wären 20 Jahre und ich gebe dir 40 zurück. Und Gott willigte wieder ein. Dann erschuf Gott den Menschen und sagte, iss, schlaf, spiele und genieß dein Leben. Dafür erhältst du 20 Jahre. Aber der Mensch erwiderte, nur 20 Jahre? Wie wär's mit meinen 20 plus den 40 von der Kuh, den 10 vom Affen und die 10, die der Hund zurückgegeben hat? Das wären 80. Einverstanden? Gut, sagte Gott. Du wolltest es so. Das ist der Grund, warum wir in den ersten 20 Jahren essen, schlafen, spielen und unser Leben genießen. Dann rackern wir uns die nächsten 40 Jahre für unsere Familie ab. Die nächsten 10 Jahre machen wir ein Affentheater um unsere Enkelkinder. Und in den letzten 10 Jahren stehen wir vom Haus und blaffen jeden an. Nun wurde dir das Leben erklärt.